Corridor, Pilot Kill. Pilot Kill. Pilot Kill. Kill. Jawohl, sehr schön. Ich kriege den nicht zum Laufen. Hat schon mal einer hier die Blender im Angeworfen? Ja. Du musst beide Tanks auf Primär stellen. Beide Tanks? Jo. Tanks, wo finde ich die? Tanks. Hast du eine Tastenbelegung dafür? Ansonsten sind sie hinter dir rechts, glaube ich. Sind es die Hebel, die musst du umlegen. Hinter mir rechts. Aber schwer ranzukommen, ne? Komm ich nicht dran. Was machst du, Lebano? Ich bin auf dem Dogfight. Dogfight, okay. Was ist los, Lebano? Bitte? Ach, Lebano, sorry, Skylon. Kriegt ja keiner mehr vor der Flinte? Doch, das heftiger Luftkampf hier. Redest du gerade mit Sky Bano? Sky Bano? Du bist, ich hab Frangelina. Ich hab's doch geahnt. Sky Bano, der Hessen-Mutant. Der Hesse, ja. Alle Hälse sind verbrechen in Hälse Klauagebecher. So ist es. Ja. Ich bin ja auch schon fast Wahlhesse. Mist. Mit Kassel hast du mal irgendwas erzählt, gell? Mhm. Bin so oft da, eigentlich bin ich schon fast Hesse. Und wie fühlt sich so als Fast-Hesse? Ja, weiß nicht. Könnte auch sein, dass ich so entweder Ende dieses Jahr oder nächstes Jahr dahin ziehe. Das muss ich mir aber noch gut überlegen. Pilot Kill. Schon wieder? Ja. Was ist denn dieser gerade? Flak? Nö. Sondern? E4. B? E4. Okay. In welchem Map ist gerade dran? Seelöwe. Noch eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde ungefähr. Mhm. Also Lacker, ich flieg jetzt wieder hier in das Spitfire. Okay. War von Canterbury aus. Ja, dann komme ich jetzt hoch und schieß Skylon ab. Gleich.
Nein, Skylon, das war nicht ernst gemeint. Ich würde dich niemals abschießen. Wollen vielleicht, aber können schon was anderes machen. Ja. Ich meine, der hätte es ja verdient, der Kerl. Was? Ich oder nicht. Bist du schon in der Luft mit einem Spitfire? Ich? Ja. Nee, ich muss erst noch connecten. Ich habe ein Spiel noch gar nicht gestartet. Soll ich warten? Kannst erstmal hochgehen. Ich brauche bestimmt noch, also nicht, 10, 15 Minuten. Na, genau, lohnt sich das nicht, dass du wartest. So geduldig bin ich nicht. Musst du auch nicht sein. Oh, eine ganze Menge Blaue hier. Oh mein Gott. Ich bin gerade voll über die Eisenbahnschienen gehoppelt. Der scheiß Flugplatz ist nicht direkt an der Eisenbahnlinie. Ja, welcher denn? Canterbury. Ah ja, genau. Und ich bin querfeldein und voll über diese Schienen drüber. Du bist nicht mehr in die Luft gekommen? Doch. Aber ich befürchte, mir fehlt ein Rad. Was ein Rad ab? Naja, macht ja nichts. Der Witz war halt, das war eine Vorlage. Aber ich meine, so Räder werden ja auch überbewertet. So. Wenn du Speed hast, brauchst du keins. Ich hab doch einen Fallschirm. Dann reichen auch Kufen. Es gab ja sogar Flugzeuge, die haben Ketten gehabt. Damit haben die ja rumexperimentiert. Ja, wie so ein Panzer, aber die haben sich irgendwie nicht durchgesetzt. Hast du euch gut aufgepasst, ha? Wo? Ich
doch den Link von der Doku reingestellt, wo der Falkenberg nicht drüber geredet haben. Im Kettenantrieb bei Flugzeugen. Hab ich ja noch nie gehört. Das habe ich woanders. Die kenne ich nicht, die Doku. Ich habe Warzone gespielt und habe mich gefragt, hä, Gleisketten, was ist denn das? Komisch, Gleisketten, was bedeutet das? Hab Wikipedia aufgemacht, Gleisketten mir angeguckt und dann war da ein Bild von so einem Flugzeug mit Ketten. Haben sie alle möglichen Ketten vorgestellt. Ja, ja. Weiß ich alles über Ketten. Und als Ketten? Ich wusste alles über Ketten, weil ich habe alles wieder vergessen. Oh. Oder vieles. Mann. Ah, diese scheiß Kampagne. Noch eine blöde Runde spielen, verdammt. Willst du wieder was freispielen? Wir spielen gerade Fahrsander. Grundform. Ja, aber du sagst noch eine Runde. Willst du irgendwas freispielen? Ja, ja, na sicher. Was spielst du denn frei? Ich? Mhm. Ah, einmal darfst du raten. Ja? Diesel. Hey. Kein Diesel interessiert mich nicht. Einen Jagdpanzer. Und mit dem kommst du dann direkt zu uns gerollt. Auf Kalemark. Ja. Genau. Und ich unterstütze euch. Prinz, wofür hattest du dir denn jetzt eigentlich einen Joystick bestellt? Fährst du den Panzer mit dem Joystick? Ja. Ganz recht. Jetzt stecke ich mir meinen Hintern und dann vibrieren. Ah, ja, warum nicht? Das ist natürlich gut. Hättest aber billiger haben können. Meiner kaputt? Deswegen der neue. Nein, ich meine die Vibration. Nee, der hat ja keine Vibration. Gibt's mit Vibration, aber das ist nur so teuer. Nee, mein Auto ist kaputt. Und ich will erst einen neuen haben und dann schicke ich den anderen zurück. Zum Reparieren. Da habe ich dann zu viel. So. Immer einen Versatz. Tut mir zwar weh, die 142 Euro, aber naja. Welchen hast du ihn gekauft? Ich hab einen War. Ah, okay. Also ja. Ohne Throttle oder was? Genau. Ja, ist ja noch ganz. Das andere ist alles kaputt gegangen. Ja. Ach nee, nicht über der Zunge. Gut, aber ich weiß nicht. Stehen die Russen unter Palmen und schießen ihn ab. Also 800 Kilometer und kann uns. Blöd. Ja, die könnten wir endlich mal bei neue Maps freispielen oder freigeben. Henry, fort! Eine B24 pro Stunde! Boah! Das ist ja nicht mal eine Leistung. Das Flugzeug in einer Stunde zusammenbauen. Hat, warum die Deutschen immer so eine stumme Kanone gebaut haben. Ah, ich meine, wenn das bei Warthunder die Grundkurve ein bisschen ausgereift ist und die Flugzeuge dazu kommen und die Maps ein bisschen größer, dann macht das bestimmt Spaß. Mhm. Ja. Ich finde es besser wie World of Tanks. Ja, ich meine, ich bin wieder World of Tanks Spieler gewesen, aber. World of Tanks hat einen Vorteil, die Stadtmaps. Das macht nochmal ein ganz anderes strategisches Element, bringt das da rein. Ja gut. Ich finde Warzone auch besser. Ja, man muss mal gucken, wie dann die Langzeitmotivation ist. Also. Ja. Momentan fixen sie ja mal rum, jetzt geht's wieder los mit den deutschen 8-8 Granaten. Haben sie irgendwie verschlechtert an der Weg und immer diese Heulerei von die Leute nervt. Wenn der ganze Person Einfluss nicht ausmachen, was sie wollen. Ich sag bloß Muschni Patronen. Aha. Muschni Engineering.
Lass das mal ein bisschen entwickeln. Das hat dort mal hier bei den Zahlen, wenn es eine Verschlechterung. Wie gesagt, interessant wird es erst, wenn die Flugzeuge dazu kommen. Schön mit einem Kanonenbohrer. So Zähner über die Map fegen. Au! Das macht manchmal Spaß, jetzt einfach nur zuzuhören. Ja. Bräuchte mal ein bisschen Hilfe, aber. Ja. Nee, mach gleich gut. Das braucht man noch reicht. Hau wieder hoch! Boah, ich kann jetzt auch nicht mehr fliegen, wir haben ja schon 23:30. Ich bin sackmüde. Oh, du musst ja noch einkaufen beim Rewe, gell? Nee, heute ist es zu, sonst werde ich das natürlich tun. Sag mal, wie lange haben wir euch die Läden noch? Bis 12. Außer samstags, dann nur bis 10. Bis 12? Mhm. Also 0. Bei uns haben die Tage nochmal bis 9 noch. Wo lebst denn du? Naja, im Bermuda-Dreieck von Sachsen. So. Ja, gut. Ich wohne jetzt in der größeren Stadt in NRW. In der Großstadt magst du sein. Die sind auch Schalleriefeuer nervt nur langsam hier bei den Kühen. Ganz schlimm ist ja in Bayern. Wir haben ja, glaube ich, ganz strenge Ladenschlussgesetze, ne? Was mit dem PD-7 hat er mich zerstört? Die alte Drecksau, dieses blöde Russenvieh. Aber die Russen sind Schieber. Die können durch Wände schießen. Und durch Schiebe. Scheiß mit meinem Headtracker. Was passiert? Ach, der springt immer hin und her. Hast du eventuell das Kabel davor? Nee. Hab ich auch manchmal. Steuerquelle, wahrscheinlich. Guck mal, geh halt mal aus dem Spiel raus, Alt-Tab. Einen Moment, ich häng gerade hinter einer Messerschmidt. Ach so. Kurven hier ohne Ende. Okay. Ein paar Mal daneben geschossen. Müssten mal die Lichtquelle ausmachen. Ja, irgendein Störfaktor wird da sein. Wunderbar getroffen. Oder es kann auch sein, dass Kühler hat da. Kann auch sein, dass du teilweise mal mit einer Lampe aus dem Scanbereich rausgehst. Ist dann auch schlecht. Ja, kann doch mal die Lichtempfindlichkeit runterregen. Dann haben wir. So, ihr Schweine wollt außen rum vorne, dann macht mal. So. Jetzt sind Spitfire 2A. Ins 2. Canterbury. Canterbury. Bleib schon an der Palme hängen. Bei 30 km/h gegen eine Palme und die fällt mir um. Was ist denn da kaputt? Oh! Ja, das ist sehr merkwürdig, wenn du mit einem 50-Tonnen-Panzer vor einem kleinen Baum fährst und du machst dir da die Ketten kaputt und der Panzer und der Baum bleibt stehen. War mir aufgefallen. Das war wieder ein Teamspiel und Verlust eingepackt.
Kann man denn hier schön mal seinen Motor schneller warm kriegen? Ich muss noch eine Runde spielen. Die sind doch sowas von blöd. Verloren. Den Tagessieg nicht bekommen. Nee, mein Team war immer unfähig. Die Russen kommen von den Seiten. Die Importischen schießen mich von hinten ab, wenn ich noch was. Blöden. Ich würde das keiner verteidigt, das war linken Flanke. Wo alleine. So, Abschluss. Jawohl. Wo bist du? Schiffe? Ja, aber ich habe keine Abschuss. Munition mehr. Und mein Headtracker spinnt. Wovon redet ihr gerade? Ich habe gerade einen abgeschossen. Ne, okay. Also wir haben gekurvt, muss ich ganz schön sagen, aber ich sagte mit der Spitfire, du, da kannst du kurven. Oh Gott. Ja, mit der Spitfire kann man kurven, wie viel Flugzeug, ne? Ja, das ist wie Schlittschuh laufen, da kannst du auch auf der Stelle drehen. Ah, der ist aber gut geflogen, der hat sich ganz schön gewehrt. Also ganz schön hin und her gezappelt. Hat gedauert. Mhm. Aber nichtsdestotrotz bin ich dem Wasser. Der Brite bleibt siegreich. Aber England obsiegt. So. Namen Falkenberg. Ihr habt jetzt ungefähr 19 Minuten Zeit, mir Geburtstagsgrüße zu schicken. Ja, dann mal alles Gute zum Geburtstag. Ja, herzlichen Glückwunsch. Alles Gute. Die werden nur natürlich im Forum entgegengenommen. Dann nicht. Dann geht's nicht. Dann gehört natürlich den Nachricht. Das wird dann extra Wurst, oder? Oder wie? Nee. Ich muss gar nicht mal schreiben. Ich wollte das noch schreiben. Habt ihr das von Hans 4G? Nee, Scheiße. Naja. Friedrich mitgekriegt hier. Ja, habe ich gelesen und gesehen. Okay. Aber wie alt war der Kerl denn eigentlich? 90 oder so? Ach, Heinz war, ich weiß es nicht. Wir haben ja vor 14 Tagen noch zusammengesessen. Er war über 90, ja. Ja, muss er ja, ne? Der ist ja. Er war der letzte JG4-Pilot, der aktiv noch da war, ja. Und woher kennst du den? Wir werden Jagdgeschwader treffen in Thüringen. Vor 14 Tagen da bei Tüte voraus, jo. Hm. Und ich kenne den von Kowarska 2013. Was ist das? Wer fragt da gerade? Er kennt's ja nicht. Ist auch ganz neu. Ja, das ist das JG4-Museum inklusive. Ja, guck dir mal im Forum einfach an die Bibliothek mit den Fotos von Kowarska 2012, 2013, weißt du auch, was wir für Blödsinn ertreiben. Was mich mal interessieren würde, Falkenberg, wie hat er denn das empfunden, dass wir das hier super. Er hat das super aufgenommen, dass es sowas noch gibt. Alle anderen Jagdflieger auch, die noch da waren, da sind ja ein paar Ritterkreuzkrieger dabei. Und Heinz war jetzt, der sagte zu mir, Matthias sagte ja, in 6 Wochen nehmen sie mir höchstwahrscheinlich mein Bein ab, weil der hatte unwahrscheinlich Diabetes. Ja. Und da habe ich gesagt, ist auch scheiße, ne? Jagdflieger, gut gelebt. Jetzt im Altersheim und dann sowas, ne? Kann ich mehr. Also er war im Altersheim mehr. Jetzt. Ja. Und ja. Unser Geschwader-Kommodore hat ihn noch abgeholt und mit zum Fliegertreffen gebracht. Ja, hat er erzählt, genau. Wir haben uns schon rührend um ihn gekümmert, aber seine Zeit war einfach rein. Und ich finde besser so jetzt weg wie in 4 Wochen ohne Bein. Ja klar, dann noch operieren und das Ganze drumherum. Willst du nicht haben. Also ich hätte bald vermutet, dass er das nicht gut findet, weil in dem Alter haben die meisten, also die im Zweiten Weltkrieg, so wie mein Vater,
selbst aktiv waren, die wollten davon nichts mehr hören, ne? Auch nicht mehr drüber reden. Es kommt drauf an, das ist ja, wie die Menschen als Individuen sind, völlig unterschiedlich. Das ist ja auch die Eigenheit eines Menschen immer. Das schon. Die Leute haben das alle unterschiedlich erlebt und aufgefasst und unterschiedlich vor allen Dingen auch verarbeitet und daraus dann ihre Reaktionen geschöpft. Ja, aber alle, die ich kannte, die haben aber alle Opfer gelassen, ne? Oder Opfer gebracht. Und die fanden das alle nicht mehr gut. Tja. Naja, egal. Hauptsache, ich habe heute nochmal ein Video zusammengeschnitten für ihn. Habe ich gesehen, war sehr schön, ja. War gut gemacht. Also ich hatte beim Ausarbeiten hatte ich Tränen in den Augen, muss ich sagen. Ja, glaube ich. Auch weil mal heute vielleicht mein Geburtstag war, wo ich gesagt habe, man soll das an so einem Tag machen, aber ich denke mal, ich hätte einen Kameraden, ist da mehr wie angebracht. Ja, das ist das Schicksal, was uns alle trifft, irgendwann mal. Und der Staffelflug wurde ja angeregt für ihn. Ich kann ihn nur unterstützen. Stell mir das so vor, das Geschwader komplett fliegt vom Sonnenuntergang weg und eine Maschine bricht dann aus der Formation raus und rauscht in den Sonnenuntergang. Mhm. Ja. Dann sollten wir vorher aber nochmal Formationsflug üben. Nicht, dass das so aussieht wie beim letzten Mal. Ist sicherlich so. Und Heinz, kann ich euch bestätigen, war einer, der konnte Formationsflug. Da hat man wenig Bezug jetzt zu, ne? Ist ja klar. Der konnte im Gegensatz zu den meisten von uns auch fliegen. Der hat auch halt. Im Gegensatz von uns die Sache live miterlebt und hat auch ein paar Abschüsse erlebt, ja. Ne, Bano, ich sagte den meisten. Ja. Aber eigentlich kann doch jeder hier wenigstens, also jeder hat wenigstens was mit der Fliegerei zu tun. Das ist wohl wahr, allerdings würde ich mich definitiv nicht trauen, eine 109er zu versuchen zu starten. Ich würde sie nicht mal versuchen zu rollen. Rollen könnte ich mir noch vorstellen. Dafür bin ich draufgängerisch genug. Und ich bin ausgebildeter Pilot und traue es mir nicht, die 109 zu rollen. Ja, das Ding ist ein Biest, ehrlich. Ich wollte sagen, das sind damals beim Starten schon alleine schon noch reichlich Piloten verunglückt, ne? Die besten Flieger sind beim Start umgekommen, ja. Du überlegst dir genau, wie viel Zentimeter du den Gashebel vorschiebst. Ja, selbst Walter Eichhorn heute noch. Ich sag mal so, ich bin draufgegangerisch genug, dass ich wenigstens versuchen würde. Woher weißt du denn so genau, dass das der letzte jetzt war, der Heinz? Heinz ist, also kannst du noch mal fragen, er kennt sich da besser aus, Bad Lego sowieso, Benfic auf alle Fälle. Das ist ja eigentlich unser eigentlicher Geschwader Commodore, der heimliche. Genau. Der hat das ja nur mal abgegeben, weil er wenig Zeit hatte, ein Video und ich denke mal, das war auch der letzte Aktive, der noch zu irgendwelchen Geschwadertreffen gekommen ist. Und wir haben ihm ja auch unser, Gott sei Dank nochmal, unser Video zum 10-Jährigen präsentieren können, letztes Jahr in Kowarska. Ja. Und Heinz war immer der uns in stundenlangen Erzählungen erklärt hat, wie es wirklich war. Ja. Und wenn ich das mal versucht habe, auf dem eigenen Server halbwegs nachzustellen, dass da mal 1000 Bomber ankamen, dann könnt ihr euch vorstellen, wo die Framerate bei meinen Kollegen war. Wenn da mal 200 Bomber ankamen, da war kein Durchkommen. Ich sag nur die Wellington-Mission von dir, Falkenberg, ne? Ja, das war ja nur mal so eine angedachte, ja. Da kamen 1000 Bomber an, damals über dem Erzgebirge und wir haben die jetzt mal auf der Frankreich-Karte mit 200 Wellingtons versucht nachzustellen, wobei ungefähr 50 nur aufpoppten. Das Ding ist leider für uns nicht spielbar und wenn man sich dann überlegt, was dafür ein Gegenfeuer auf einmal als Jagdpilot hier entgegenstand, muss ich sagen, Hut ab. Naja. Vor dem ganzen Sturmböcken, vor dem Jagdgeschwader 4,
alle, die damals daran live alle, ne? Teilgenommen haben, absolut Hut ab, ja. Da kann man sich gar nicht richtig vorstellen. Möchte man sich irgendwie bald auch gar nicht. Und wenn man dann noch überlegt, dass das Jagdgeschwader 4 fast komplett mit Fokker Wulf ausgerüstet war und Heinz flog immer noch die alte 109, ja. Gegen 1000 feindliche Bomber, also dann weißt du ungefähr, was da Phase war, ja. Ja, schwer zu vorstellbar, wie viel Mut man haben muss. Wie dumm man sein muss eigentlich. Ja, und wie viel Glück man haben muss, um da herauszukommen. Alles. Ja, dumm ist ja eine Sache, aber die konnte man nichts mehr machen. Wer nicht mehr fliegen wollte, der wäre doch erschossen worden. Das gab's ja nicht. Erschossen wurde da von denen keiner damals, nein. Von denen nicht. Ja. Ich sag ja mal, weil sie geflogen sind, ne? Die hätten alles durch und dem konnte auch keiner mehr was vormachen. Ja. Es gab beim Jagdgeschwader 4 keine Feigheit vom Feind. Ja. Naja, ich wollte halt nur so. Nochmal die Gunst der Stunde nutzen, dass ja. Alle ein bisschen in sich gehen, drüber nachdenken, was wir ja eigentlich für Blödsinn verzapfen. Ja, genau. Das bin ich heute schon mehr. Das ist ja das, was ich meinte vorhin. Wie hat er das aufgefasst? Ob er das hier als Blödsinn angesehen hat, dummes Zeug, will er nichts von wissen, aber du sagtest, er hat es relativ gut aufgefasst, ne? Er hätte sich am liebsten selber nochmal vor den PC gesetzt und wäre das Ding mit uns mitgeflogen. Ja, du musst Heinz sagen, Heinz war eigentlich ein Abgehender gegen die Jugend, also er hat sich immer gefreut, wenn wir da waren. Heinz war der aufgrund unseres Jagdgeschwaders 4 überhaupt noch Kontakt hatte zu den alten Fliegermitarbeitern. Ja, weil keiner von denen in der Lage war, ich sag jetzt mal, einen alten behinderten Flugveteran aus dem Altersheim rauszuholen, ja. Mitzunehmen auf so ein Geschwadertreffen. Ja, so wie vor 14 Tagen nochmal. Ja. Das hat nur, wie du, muss man ganz großes Lob, mach das auch bitte, wenn ihr die Gelegenheit habt oder Bentwick aussprechen, dass diese Kontakte erhalten blieben, ja. Er hat ja jemanden gehabt, also so, ne, aber er hat ja keine Zeit mehr, aber ne, überall Fritz, so ist es. Ohne uns wäre das schon vor 10 Jahren eingeschlafen. Noch Uli gehabt, aber wie gesagt. Ja, Uli wollte immer nur noch ein bisschen, weiß ich nicht. Der war anders drauf wie wir. Ja, da hat er nicht so viel Zeit gehabt. Das ist aber, wenn du arbeiten gehst, kannst du schon um alles kümmern. Das ist aber blöde. Ja, gut, Falkenberg. Also ich sag mal so, ich hätte ihn ja gern mal kennengelernt. Außerdem finde ich es grundsätzlich immer schade, wenn irgendwelche Veteranen sterben, weil. Am Ende irgendwann steht keiner mehr da, der dabei war und der eben erzählen kann, wie es wirklich war. Ja, es gibt ja noch einen, das ist hier. Gott, aber wie gesagt, von denen haben wir nicht so richtig Kontakt. Dann müsst ihr das mal rausfinden, mit seiner Adresse und Telefonnummer. Nee, ich meine das ja ganz allgemein mit. Aber weißt du, wenn jemand 90, 93, aber Fritz jetzt nach der 93, 94, nee, wenn man so alt geworden ist, dann hast du dein Leben gelebt, ne? Also ich habe heute mit meinem alten Händen drüber gesprochen. Der versteht ja gar nicht, was ich hier jetzt mache, ja. Der ist jetzt 86. Aha. Mein Vater. Aha. Jetzt lief diese Serie im Fernsehen hier, Erster Weltkrieg, ja. 100 Jahre vorbei. Ja, genau. Hätten wir uns beide diese 4 Folgen angeguckt, er bei sich, ich bei mir. Und da habe ich gesagt, was ihr im Zweiten Weltkrieg, und mein Vater war Waffen-SS, ja, durchgemacht habt. Ich sage, das war eine Lappalie gegen das, was die im Ersten Weltkrieg vor Verdun durchstehen mussten, ja. Und letztendlich hat er unter Tränen in den Augen, der hat nun viel Elend gesehen als Flakhelfer und nachher auch bei SS, als er gesagt hat, ja, eigentlich hast du recht, also das Elend mit den Leichen im eigenen Graben vor Verdun im hüfthohen Wasser, das ist uns erspart geblieben. Und das, selbst er hätte, das ist nun echt eine harte Sau gewesen,
das hätte er nicht erleben wollen, ja. Ja, glaube ich. Ja, du musst dir mal Vater vorstellen, also wie gesagt, 86, blondbläugig, das war der Arier, deutsche Wehrbauer schlechthin, ja. Ja. Also ich habe immer damals mit meinem Vater, wenn er gut gelaunt war, konnte ich mal mit ihm kurzzeitig drüber reden. Der wollte aber auch nichts mehr davon wissen. Ja, mein Onkel war oder ist 4 Jahre älter, der war in der Ostfront. Wenn die Munition alle war, haben sie einen Spaten genommen in Stalingrad. Ja, ja klar. Der erzählt ja nichts freiwillig drüber, ja. Genau. Ja, man hat ihnen die Jugend geklaut, man hat die belogen und betrogen, das muss man ganz klar so sehen. Ja, und anschließend noch 6-7 Jahre weggeschlossen, ja. Auch noch, genau. Alles. Ja, also die hat kein schönes Leben. Und wenn du es überlegst, so, die meisten sind ja irgendwie nach dem Ersten Weltkrieg geboren, ne? Wenn du es überlegst, wenn du jetzt 16 gewesen wärst und wärst, ich sag mal, vor 5 Jahren absolut unterernährt aus russischer Gefangenschaft entlassen worden, was du in dieser Zeit zwischen 16 und heute vermisst hättest, ja? Ja, klar. Das hat man sich schon durch den Kopf gehen lassen. Wie viele Partys dabei waren, wie schön das Leben eigentlich war. Genau. Wie sage ich, man hat in die Jugend geklaut, ne? Absolut. So. Okay, schönen Abend noch. Und sag mal, weißt du, wann Samstag die Kampagne losgeht? Da reagiere ich nur drauf, wenn er mich demnächst mit Staffelführer, meinen Staffelführer anspricht. Mein Geliebter, wenn schon, ja. Ah, ja, so war das. Also, fand ich sehr schön. Also Leute, jetzt passt mal auf, das darf nur ich sagen, weil Falkenberg ist mein Staffelführer. Ja. Ich darf das auch sagen. Mein Falkenberg, meiner. Meins. Okay. Ich bin auch stolz siehst auf wie euch. Sich alle um die Reisen kaum mal sehen, muss ich ehrlich sagen. Muss ich ehrlich sagen, ey, ihr seid schon top. Ja, ich freue mich auch wirklich aufs nächste Geschwadertreffen, wenn ihr alle mal da seid. Ich muss ja einen ausgehen, weil wir den Massenstart letztens überlebt haben. Ja. Und macht das auch sau gerne, weil scheiß auf die Millionen, ja. Ja, wenn man genug von hat, kann man auch mal auf eine scheißen. Ne? Ja, ja. Also, Leban, du bist raus. Sagen dürfen das Max, Stäuben, Freiheit, Karaja, Kaskotta, ich und Tüte. Der Rest ist hier raus. Nein, der Rest ist herzlich willkommen. Der Unterschied ist, es ist ja mein Wahlstaffelführer. Ach, dein geliebter Wahlstaffelführer, wenn du das so sagst, das ist in Ordnung. Er wäre ja gerne bei uns, ja. Also im Geiste immer. Im Herzen bin ich ja. Ach, Lebano wird irgendwann bei uns selber Staffelführer sein, aber. Wenn noch einer den Ornithogramm-Link mal reinhauen könnte. Mit den Schnecken, gell, mit cool. Schleim. Ich habe eben noch einen Abschuss nur mit einem Höhenruder gemacht, merke ich gerade. Bei der Landung wollte ich gerade hochziehen, merke ich, es geht nicht. Sehr schön, dass Skyler noch arbeitet, ja. Aber noch einen abgeschossen.